Moin zusammen, wir hüpfen zu zweit eine Runde nach Grafton mit einem Beweis und schauen mal, was für einen Geist wir hier wieder erwarten können. Der letzte Geist war wieder mal sehr interessant. Ich liebe es, sie zu beobachten, diese Art von Geistern. Und ja, Motion Sensor, cool, mein Lieblingstool, Smudgies und 25%. Müsste easy sein auf Multiplayer. Also, rein da. So, und es geht einmal, ups, hier rein nach Grafton. Wir haben draußen Regen, aber keinen Heavy Rain. So, mal ein bisschen horchen. Aber ich höre jetzt gerade nichts. So, hier müsste der Breaker sein, weil unten habe ich ihn nicht gesehen. Außer ich habe mich verguckt. Ne, da ist er. Okay, schauen wir mal nach dem Knochi. Da, 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 da. Ach, hier bei mir ist es im Moment so hell, deshalb sehe ich gerade ein bisschen schlechter. Ich will aber auch nicht einfach cheesy sein und die Grafik, also die Helligkeit im Spiel hochmachen. Das ist auch planlos. Außerdem sieht das dann so komisch aus, das Bild. Das mag ich jetzt auch nicht. Und es tut mir leid, ich habe Allergie, deshalb ist meine Nase... Hört ihr das die ganze Zeit? Und ich klinge vielleicht was nasal wie ein Franzose. Und es kann sein, dass ich mal niesen muss. Das tut mir auch schon mal im Voraus leid. Entschuldige ich mich vorab schon mal für. Irgendwann gehen sogar die Allergietabletten in die Knie. Hi, Teddy. Also hier oben ist es totenstill. Hier ist gar nichts. Keine Tür. Kein Klopfen, kein Werfen. Ich glaube eher unten. Ich habe hier oben nichts gehört, gar nichts und auch keinen Knochen gefunden. Ja. Hast du das Parabol oder was? Der ist, glaube ich, hier 3,3. Hier im Flur. Hier in dem Wohnzimmer? Hier, wo ich bin, hier, oder? Guck mal. Ich weiß nicht, wie das, ja, ist das okay. Ja, dann such mal hier die Räume noch nach dem Knochen ab. Ich guck mal kurz, ob hier ein Versteck ist. Oh, hier, hier liegt was auf dem Boden und der Breaker ist aus. Hier in dem, hier dieser, dieser Utility hier. Guck, da liegt was. Vielleicht ist er im Utility, vielleicht aber auch, der hat gerade eine Tür angefasst. Nee, der hat interagiert. Ich glaube, der ist im großen Raum hier im Wohnzimmer. Hier 0,2, hier ist er. Auf jeden Fall ist er hier irgendwo. Hier, -1 hier. Gefriertemperaturen, ich glaube, das ist ein Hantu. Du kannst schon mal Hantu eintragen, weil er so früh den Breaker ausgemacht hat. Boah, sorry, meine Nase juckt. Allergie, sorry. Das Problem ist, die Allergie macht, dass die von innen und von außen juckt. 0,4, ja. Gefriertemperaturen, ganz einfach. Also im Utility Room war es jetzt am Frieren, ne? Nein, hier. Im Wohnzimmer und im Flur da, oder was? Genau, vom Utility Room, vorher. Ja, das zählt alles als ein und derselbe Raum. Dieser Flur und das Wohnzimmer ist alles ein großer Raum. Boah, das ist so ein Handtuch. Ich gehe den Breaker nochmal anmachen. Du kannst ja schon mal aufbauen, weil ich glaube, ich laufe jetzt nur hier hin und her und mache den Breaker an, ey. Am besten hocke ich mich hier oben direkt mit einer Kamera hin und fotografiere jedes Mal den Breaker, wenn er ihn ausmacht. Ich glaube, so haben wir ruckzuck die Fotos zusammen. Oh mein Gott, das ist so ein Handtuch. Und das Handtuch nicht vergessen. Mal gucken, wie weit ich jetzt komme. So, ich komme jetzt zur Treppe. Mal gucken, wie weit ich diesmal komme, bis er den Breaker wieder ausmacht. Geflogen? Bin ich alleine? Ach, da ist er. Ich dachte gerade schon, hä? Okay, PC, bitte beruhig dich wieder, ja? Dankeschön. Das ist nur eine Kamera. Okay. Ich weiß nicht, welche Tür das war. Ich brauche einen EMF hier.
Also bist du sicher, dass du Gefriertemperaturen gesehen hast? Ich habe jetzt nur gehört. Okay. Give us a sign. Do something. Where are you? Are you here? Give us a sign. Hier ist eh kein Versteck. Oh. Du bist doch ein Bob. Hier friert es. Hier drinnen. Nee, Emil, hier vor der Tür auch hier vor mir. Na. Geh mal hier rein. Guck mal, ich sehe hier Atem. Ja, stimmt, aber das war nicht von der Tür. Nee, du bist wahrscheinlich rausgegangen und hast den Atem mitgezogen, denke ich mal, dass das war. Wir brauchen keine Dots. Die Dots, die kannst du ruhig ins Foyer legen, an die Treppe für den Ghost Highway. Wir brauchen hier keine Dots. Wir haben ja schon das Gefrieren. Blöd jetzt alles. Das ist alles verstreut. So, also nur mal zur Info, der Moroi ist somit raus und okay, der Rest ist nicht raus, aber ich glaube, es ist sowieso ein Handtuch. Okay, was brauchen wir denn für Aufgaben? Motion Sensors, Match und die Low Sanity, okay. Ich tue mal einen Kruzi da rein, das kann man ja abfotografieren. Okay, da ist ein Versteck unter der Treppe und oben ist eins. Die bereite ich schon mal kurz vor nebenbei. Du kannst ja schon mal da Sensoren und so dahin bringen. So. Jetzt müssen wir nur mal das markieren. So, dann ist das schon mal fertig. Das heißt, hier haben wir. Hey, da wollte einer Hallo sagen. Herzlich bei mir bedankt, weil ich das Salz gestreut habe. Da freut sich einer übers Salz. So. Ich habe dich schon gerade für den Ghost Highway aufgebaut. Ich baue mal kurz den Ghost Highway. Du kannst ja noch das eine EMF da nehmen und damit kannst du ja gucken wegen, wie heißt es, welche Sachen der anfasst, welche Türen, Fotos machen und so. Falls der, ich meine, er wird den Breaker ein paar Mal noch killen. Ne? Das ist ein Handtuch. Sehr wahrscheinlich. Wir werden es nachher spätestens beim Hand aber auch hören. Mit der Geschwindigkeit und so. So. Hätte die Tür zu gemacht, muss es fürchten. Hat er die jetzt so zugeknallt, wie ein Yurei das macht, oder hat er die langsam so zugemacht? Langsam, langsam. Okay, ja, dann ist alles gut. Was hat er gemacht? Hat er was geschmissen? Er ist auf jeden Fall hier. Wo sind die ganzen Fotokameras? Ich hab sie im Gästeraum verteilt. Haben wir ja schon überall Salz verstreut. Ist ja. Ja, wir müssen mal hoffen, dass er da rauskommt. Hand, Hand! Hand, Hand, Hand! Lauf, 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 lauf hoch! Lauf hoch! Lauf hoch! Ich hab'n Smudge. Es ist ein Handtuch. Es ist ein Handtuch. Hörst du es, wie langsam sie ist? Ich smudge sie. Jetzt! Es ist ein Handtuch. Warum handelt sie so schnell? Wir brauchen doch noch Fotos. Hört ihr es, wie langsam sie ist? Also definitiv Handtuch. Okay, kann's rauskommen. Hand ist vorbei. Haben wir schon so viel Sanity verloren oder warum hat sie so schnell gehandelt? Ja, ja. Wo sind denn die ganzen Kameras? Weil eine kann man ja bei dem Dingens benutzen oben. Komm, noch, mach noch eine Tür. Komm, noch eine Tür. Okay, nimm dir eine und geh oben an den Breaker und mach dann ein Foto, wenn sie den Breaker ausmacht, weil das wird sie jetzt noch ein paar Mal machen. Ich bin jetzt im Truck. Warte. Was? Ich brauche noch Interaktion. Also, Sanity ist 30. Komm schon, noch drei. Komm schon. Komm schon. Nochmal. Sie handelt gleich wieder. Ich muss aufpassen. Komm schon. Komm schon. Komm schon.
Ah, zwei. Das sind zwei. Komm schon. Vorsicht, Hand, 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 Hand. Lauf, lauf, lauf. Geh ins Versteck, schnell. Die kommt schnell an, aber die wird gleich langsam. Bist du im Versteck? Ja. Ich hab gesmatscht. Weil sie geredet hat. Ich weiß jetzt nicht, ob der Geist sie gehört hat. Einfach nur zur Sicherheit. Aber ihr könnt sie hören, sie ist ziemlich langsam. Okay, jetzt haben wir noch mal 90 Sekunden. Okay, jetzt haben wir 90 Sekunden Zeit, um das letzte Interaktionsfoto noch zu machen. Den Dingens hattest du schon, ne? Den Knochen, oder? Ja, oder? Ich weiß. Mist, wir haben den Knochen noch nicht. Sonst haben wir kein Perfect Game. Oh, ich hab ihn, ich hab ihn. Perfekt, letztes Foto. Wir können, haben alles. Super, super, super. Ah, Glück muss man mal haben. Hier raus, hier raus. Und konntest du das jetzt hören vom Handtuch? Konntest du hören, wie schnell sie in ihrem Raum war, aber wie langsam sie war, als sie rauskam? Ja, ja. Sie war ja ziemlich langsam. Ja, daran erkennst du ein Handtuch. Und natürlich daran, dass die in einer Tour den Breaker ausmacht. Vor allen Dingen, bevor sie überhaupt anfängt zu handeln. Ja, Handtuch dran. Und denk dran, der Handtuch, der hat immer Gefriertemperaturen erzwungen. Das heißt, wenn du einen anderen Beweis bekommen würdest, den der Handtuch eigentlich hat, dann kannst du den Handtuch durchstreichen, weil der Handtuch muss immer Gefriertemperaturen haben, wenn du mit einem Beweis oder zwei Beweisen spielst. Die müssen dabei sein. Wenn sie nicht dabei sind, ist der Handtuch immer automatisch raus. Okay. Wegen dieser Fähigkeit von dem Handtuch eben. Da, wo es kalt ist, ist der schneller. Wo es wärmer ist, wird er langsamer. Und deshalb will er auch den Breaker ausmachen, weil wenn der Breaker aus ist, wird das Gebäude insgesamt kühler und der ist dann überall schnell, wenn das Gebäude runterkühlt. Ach so, okay. Ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, warum höre ich dich so schlecht? Ich hatte den Kopfhörer ja nicht richtig am Mute, ne? Musste ich, ne? Ja, da sind wir wieder die Experten unterwegs. Genau. Jetzt sind wir fertig. Jetzt habe ich es rausgefunden. Okay, du hast den Handtuch eingetragen, ne? Yes. Okay, dann Abfahrt. Warum droppt meine FPS jetzt gerade so massiv? Das ist ja komisch. Ich musste letztens meine Grafikkartentreiber komplett runterhauen und wieder drauf tun. Ich weiß nicht. Ich muss da bestimmt wieder. Die Einstellungen sind zurückgesetzt worden. Aber ich glaube, meine Grafikkarte verabschiedet sich bald. Irgendwas stimmt nicht. Na, jetzt geht sie wieder hoch. Ich weiß nicht, das könnte vielleicht auch eventuell eines der letzten Videos bald sein, wenn die Grafikkarte sich verabschiedet. Hm. Wäre echt schade, weil ich das gerne mache. Hm. So, aber ein Handtuch, wie ihr gesehen habt, wir wussten das schon relativ früh. Ein Event, zwei Hands, ein super Durchlauf. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.